Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Wir sind immer noch in der Höhle der Gezeiten, heißt sie, glaube ich. Wir rennen weiter. Wieder zurück, hoffentlich richtig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir hier ganz viel kämpfen müssen. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg hier. Genau, laufen wir einfach weiter. Dillde, läuft gut. Was sind das denn für Viecher? Höh? Was sind das denn für Viecher? Studieren. Oh, das war gut. Jetzt wollen wir es wissen. Agalia rappt. Aha. 930. Schwächeblitz. Alles klar. Okay. Das war jetzt nicht so stark von ihm aus, aber wir hauen gut rein. Ja, dann machen wir mal normal mit Angriff weiter. Das läuft, das kriegen wir hin. Das war's. Oh, Refia. Refia ist als Robin Hood gar nicht mal so schlecht. Jetzt geht's da lang, geht's aber auch da lang. Dann wollen wir mal hier rüber. Ah, okay. Aber was war jetzt links? War da jetzt noch, machen wir mal Blitz direkt. War da jetzt noch eine Kiste oder so? Ja, beschützt uns mal endlich. Vitra, yeah! Immer her damit. Dann müssen wir nicht unsere Zauber verbrauchen. Wuhu, das ist immer gut. Okay. Sehr gut. Oh, was uns wohl hier erwarten wird in der Höhle. Was war jetzt hier links? Dann kam man da rüber. Oh Mann, oh, jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich lang soll. Dann hole ich mir das, was auch immer das ist, danach nochmal. Oder? Nee, hier ist eine Kiste. Eisgar. Das ist natürlich gut. Das gebe ich dann mal arg. Obwohl ich irgendwie immer noch nicht ganz verstehe, warum er so große Zauber nicht machen kann im Moment. Er ist auf Stufe 13 als Gelehrter. Das ist ja überhaupt nicht viel eigentlich. Du bist auf 37. Du bist auf 13. Du bist auf Stufe 8 als Ritter. Oh Gott. Das ist eigentlich voll schlecht. Ich weiß halt immer nicht, wenn es heißt, man muss so und so eine Stufe haben für den und den Gegner. Dann weiß ich immer nicht, meinen Sie damit die allgemeine? Dann wären die alle so auf Stufe 23, wenn ich das richtig verstehe. Aber dann gibt es halt die beruflichen Statusse. Und ich weiß immer nicht, ob die eher gemeint sind. Und dann müssten wir halt echt noch eine Weile trainieren, damit wir da das überhaupt schaffen. Ja, du lernst jetzt trotzdem mal Eisgar, weil es, ja, ist auch eh ein Schwarz-Magier-Ding. Dann machst du das mal, genau. War da noch was zu lernen? Frosch? Nee, das lassen wir mal. Das brauchen wir hier nicht. Dann gehen wir wieder zurück. So. Blitz. Angriff. Angriff. Studieren. Cockatrice. 460 von 890. Keine Schwachpunkte entdeckt. Aha. Heißt, die sind auf alles angreifbar, oder? Hm. Du warst auch schon mal stärker, Lunith, mit deinen Magieangriffen. Super! Yeah, unsere Berufsstufen sind gestiegen. So, ja. Was mir auffällt, ist, dass meine Pfeile bestimmt langsam mal weggehen. Hier, Blitzpfeile, nur noch zwei Stück. Na toll. Super. Dann nimmst du jetzt mal diese Eisenpfeile, weil wir wollen für die normalen Gegner das eigentlich sparen. Das ist ja nicht so toll. Nee, das gefällt mir nicht. Schnell wieder rüber.
Beschuss. Angriff. Magie. Blitz. Naha, okay. Naja, naja. So viel Schaden ist das jetzt nicht gerade. Aber egal. Endlich ist mal einer weg hier. Wird ja auch mal Zeit. So, angreifen, angreifen und du machst Vitra, was nicht geht. Auf dich selbst, bitte. Ach, das war's auch schon mit ihm. Und wieder eine Stufe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Unsere Stufen müssen auch steigen. Sonst wird das hier nichts. Und dann nimmst du bitte mal eine High-Portion. So. Läuft. Ja, bin recht weit gekommen. Da hätten auch noch Kämpfe dazwischen kommen können. Also so langsam nerven mich diese Echsen. Können wir da nicht mal irgendwie was draufballern? Irgendwas Cooles? Zwar ist Zorn, das müssen wir uns alles aufbewahren. Es wäre schade drum. Ja, dann greifst du so wieder an. Was wollen wir denn sonst machen? Sie wird uns beschützen. Yeah, mal wieder. Ja. Ich überlege gerade, ob ich Ark nicht gleich wieder zum Weißmagier mache, weil, oh, der ist zu Stein geworden. Was ist das denn? Was soll das denn? Na egal, dann kriegen die anderen Punkte. Yeah, Ingos Stufe und so. Weil ich auch gelesen hatte, dass man einen Weißmagier eigentlich braucht. Bei diesem Kampf. Wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt, aber ich weiß, dass man eigentlich einen Weißmagier braucht. So, wir benutzen mal auf jeden Fall eine Goldnadel. Zack, dann geht's dem wieder gut. Und, ich meine, wenn ich jetzt hier eh... Ja, ich mach das einfach mal. Weil Ark ist sowieso gerade nicht so toll als Gelehrter, finde ich. Also er macht einfach nicht so viel Power und er, was wollte ich sagen? Habe ich jetzt vergessen. Er hat nicht so viel Power einfach und das ist doof. Und wir brauchen den Weißmagier halt und ja, dann müssen wir den wieder neu ausrüsten, glaube ich. Genau. Kriegst du hier so einen Stab und so einen Stab und das da und das da und das da und tada. So, sieht er wieder aus wie ein Mädchen. So wie ihn mögen. Oh, wollte ich eigentlich, wo will ich lang? Ich will hier lang, ne? Ich habe vergessen, wo ich lang wollte. Nee, hier sind wir richtig. Im Angriffsvorteil. Jetzt aber. Hui. Durch geht's. Und du ballerst einfach so drauf, Ark. Mit 80 Schaden, yay. Das Blöde ist natürlich, dass er als Schwarzmagier wenigstens die coolen, die coolen Angriffe hätte machen können, wie Eisgar und Blitzra und was weiß ich nicht was. Und jetzt ist er halt wieder nur ein Weißmagier, aber so levelt er halt wenigstens nochmal ein bisschen ab. Weil wir brauchen halt einen Heiler, eigentlich. Auch wenn wir jetzt Aria haben, aber darauf kann man sich ja nicht verlassen. Ist vielleicht ein bisschen klüger, dass er nochmal so ein bisschen ablevelt. Auch wenn wir wahrscheinlich eh gleich da sind bei der Höhle. Aber ich versuch's einfach mal. Und mal wieder ein Kampf. Aber wie viele Kämpfe sind denn hier bitte? Das ist ja unglaublich, dass diese Höhlen.
Und du kannst auch nichts machen, ne? Nee. Das ist ja doof. Ich meine, immerhin machen die anderen ganz gut Schaden eigentlich mittlerweile. Also Luna ist eigentlich ist mir viel zu schwach. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es war irgendwie vorher anders und er ist ja Rotmagier geblieben, aber hm. Immer drauf auf die Echse. Und du hast keine Pfeile mehr. Das ist ja gut zu wissen, Rief. Ja. Hast schon wieder alle verbraucht, ne? Aber geht ja auch so. Super! Yeah! Ist irgend so ein Wasser? Mhm. Diese Echsen. Echt, was soll das? Er haut jetzt einfach nur noch immer so drauf. Wir müssen unsere MP sparen. Oh nein. Oh nein. So wird das nichts, Leute. Nee, so wird das nichts. Du machst jetzt mal Feuer. Du nimmst die... Ja, was nehmen wir denn mal in die Hand? Wir verbrauchen mal unsere Holzpfeile. Die brauchen wir eh nicht. Hör auf, mich zu versteinern, du blöde Scheißechse. Besiege dich mit meinen Holzpfeilen. Oh, das geht sogar ganz gut. Immer drauf mit den Holzpfeilen. So, geht's jetzt hier mal weiter? Soll ich die Treppe hoch oder was ist hier jetzt? Nix. Gut, war ja klar. Oh oh, jetzt geht's los hier. Warte, ich muss mich mal heilen. Das machen wir nochmal eben. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Eigentlich müsste ich ihnen allen sowas geben. Mache ich jetzt auch. Man weiß ja nie. Und soll ich Ark jetzt als Weißmagier lassen? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... es gefällt mir alles nicht. Warum ist Lunis eigentlich so schwach? Ich kapier das nicht. Das Ding hat 28 Schaden. Gibt es einen, der mehr Schaden macht? Die Feuerklinge, die macht mehr Schaden. Nehmen wir mal die Feuerklinge als das Teil hier. Die macht nämlich 30 Angriff. Das Ding macht 32. Ich glaube, was Besseres haben wir dann auch nicht mehr dafür. Mal gucken, ob das dann besser läuft. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so. Eine bessere Rüstung kriegst du auch nicht. Gut, das lassen wir dann einfach mal so. Dich rüste ich jetzt mal aus mit... den Blitzpfeilen, auch wenn wir nur noch zwei haben, die kann ich ja immer noch ändern, während ich kämpfe. Ja. Gut. Und dann speichere ich mal schnell. Ja. Ja, genau. Das ist super. Ich weiß, es ist normal hier so. Fortsetzen. Dö, fortfahren. So. Das habe ich zwischendurch mal gespeichert und jetzt gehen wir mal rein in die Sache hier. Ich werde wahrscheinlich elendig ablosen. Kristall des Wassers, nun sollst du dein Licht wiedererlangen. Aria hält den Splitter dem Kristall entgegen und beginnt zu beten. Ja? Seht doch, der Kristall erhält sein Licht zurück.
Nun seid ihr an der Reihe. Ihr müsst das Licht in euch mit dem des Wasserkristalls vereinen. Erst dann wird der Kristall sein wahres Licht zurückerlangen und die Dunkelheit aus dieser Welt vertreiben. Dann wird die Zeit wieder fließen. Okay. Tschüss, Aria. Passt auf! Oh no! Aria, nein! Das Glück scheint heute auf eurer Seite zu sein, Krieger des Lichts. Ich bin Kraken. Im Namen von Meister Xande werde ich dem Wasserkristall sein Licht entreißen und ihr werdet sterben. Na toll. Sieht ja auch gar nicht unheimlich aus, das Vieh. So, was können wir denn mal machen? Ich baller einfach mal den Kram hier drauf. Weil wir es können. Und weil es dafür da ist, ihm das zu geben. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich jetzt hier mache, aber ich mache das einfach mal in der Hoffnung. So, und dann mache ich nochmal... ach, du bist ja gar kein Gelehrter mehr. Ich wollte den jetzt analysieren. Ach, wie schade. Na gut, dann wirst du einfach mal heilen. Einen von denen hier. Die werden bestimmt angegriffen. Na toll. Die sind doch schon geheilt. Doch nicht jetzt, Art. Eisra. Auf alle oder nur auf einen? Auf einen. Okay, er ist tot. Das ist schön. Aber wir geben unser Bestes hier. Und sterben gleich. Ach, ja. Feurer. Item, Phönixfeder. Was kannst du denn mal machen? Einfach mal so angreifen? Einfach mal so angreifen. Kritisch. Blind. Alle. Vorbei. Zwei. Ja, genau. Erweckt ihn mal wieder. Wo ist Aria, wenn man sie braucht? 231, das war ja nicht gerade viel. Da war das Feurer schon besser. Genau, benutzt mal nochmal hier dieses... Ja, ich weiß nicht, ob Antarktiswind so vorteilhaft ist. Sonst nehmen wir nochmal hier unser Zeus-Zorn. Und du nimmst mal schnell so eine Hai-Dings für Ark. Tja... Abwehr? Mach mal Abwehr.